Einen wunderschönen, ich mach mal so, ist besser. Da bin ich mal wieder, euer Odin. Nach einem total verplanten und verkorksten Unboxing hoffe ich, dass das Hardware-Video besser wird. Und zwar gucken wir uns jetzt dieses Ultron Boomer an, Boomer Shift Bluetooth Stereo Headset. Ich mache erstmal jetzt natürlich hier diesen Kabel auf. Den USB-Kabel mache ich auf, um euch da mal die Länge zu zeigen. Reicht dicker aus. Also länger ist von meinen E-Zigaretten auch nicht. Und von allen anderen Geräten, also dafür, also zum Aufladen locker ausreichend. So lang hätte es zum Aufladen ja nicht sein müssen, aber schön, dass es so lang ist. Muss ich sagen, kann man das auch mal irgendwo im Auto laden und was weiß ich, das Headset irgendwo weiter weglegen. Unten in Schacht oder Handschuhfach oder was weiß ich. Ich werde das mal hier so ein bisschen zumachen, dass der Kabel nicht so rumflattert, dass ich euch mal die Anschlüsse zeigen kann. Auch hier seht ihr das, dass das schön zu ist alles und nicht irgendwie offen oder so, wo man Angst haben muss, dass man sich den Kabel da irgendwie, ja, ich habe den Kabel gesagt, dass man den da irgendwie rausreißt, also sehr gut verarbeitet. Ja, dann haben wir hier noch Microsoft Partner haben wir hier sogar drin, Simple Check, Germ Software, ja, ist natürlich deutsche Firma, ist klar. Simple Check, also hier ist noch so eine Werbung für Simple Check mit bei gewesen und die Kontaktdaten sind mit bei, die Telefonnummer, eine kostenlose Kundenhotline ist hier mit drin, Leute. Da können sich viele eine Scheibe von abschneiden, wo natürlich 2-3 Euro kostet und was weiß ich, um die zu kontaktieren. Hier ist es kostenlos, eine 0800er Nummer, finde ich sehr geil. Sehr einfach erhalten, LED blinkt, ja, also hier die einfachen Schritte sind alle drin, also denke mal nicht, dass es da irgendwelche Probleme gibt. Das werde ich aber auch mal offen lassen, das Blatt, weil ich will das ja mit meinem Handy verbinden. Wenn wir uns aber erstmal das hier rausnehmen. So. Oh, das ist wirklich klein und sehr biegsam. Das Leder, das fässt sich sehr weich an, sehr schön an. Hat jetzt nicht so den Gewicht, was ich gedacht habe. Also ist sehr leicht. Auch hier oben ist sehr dick gepolstert. Seht ihr das? Auch hier an der Seite. Also ist keine Mogelpackung. Die Polsterung ist wirklich bis hier hinten in den Ecken drin. Oh. Metall. So. Channel. Ach, hier ist der USB. Da kommt der USB ran. Dann haben wir hier unten Play, vor, zurück. Könnt ihr das jetzt, das könnt ihr sehen, war hier Play, Vor- und Zurücklauf haben wir da. Was haben wir auf der anderen Seite? Da haben wir Volume Plus, Volume Leise und Power. Da ist das Mic, das ist ja geil. Das ist ja geil. Also das werde ich auf jeden Fall testen, um euch dann sagen zu können, wie die Qualität vom Mic ist. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. So, und jetzt werden wir das einfach mal einschalten. Ich drücke das jetzt hier einfach mal. Es hat ein Geräusch von sich gegeben, oder? Ah! Düt, macht's auch. Ich versuche es gerade mal nicht so aufzusetzen. Also es funktioniert. Also anders ist auf jeden Fall hier Yang. So, ich habe es jetzt mal ausgemacht, weil das kommt dann alles im Hardware-Check. Ich will jetzt einfach nur mal die Hardware angucken. Wir haben hier, oh, hier ist Folie drauf. Ich werde mal hier die Folie abmachen für euch. Hoppala.
Oh, wenn das nicht schick ist, also, oh, wenn das nicht schick ist, schöner Klavierlack, da seht ihr euch selber, ich mach mal so, da könnt ihr euch sehen, mit dem Schriftzug Boomer bei Ultron, finde ich sehr nice und vor allen Dingen, ich finde es sehr stimmig mit diesem Klavierlack, mit dem Schriftzug und dann außen dieses Graue rum. Ich, und dann, das setzt sich natürlich hier in der Mitte drin fort. Ja, und auch das Mikrofon ist so grau. Hier sind wir die Tasten, alles andere ist schwarz, grau mit Schriftung. Finde ich sehr stylisch. Auch, was mir sehr gefällt, das L und R. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt vernünftig sehen könnt. L und R auf der Außenseite angebracht sind. Sehr dezent. Man sieht sie natürlich nicht gleich. Ihr seht, dass man sie nicht gleich sieht, weil ich habe Probleme, das einzufangen. Man sieht sie nicht gleich. Was ich sehr gut finde, weil muss ja nicht jeder sehen, aber ich habe auch keinen Bock, das Headset immer abzusetzen, zu gucken, wo ist ein links, wo ist ein rechts und dann mir dementsprechend aufzusetzen. So gucke ich, so, rechts, bumm, weg, auf. Das passt alles. Es macht einen sehr hochwertigen Eindruck, muss ich echt sagen, Leute. Es macht einen sehr hochwertigen, sehr stabilen Eindruck hier, wenn ihr, guckt mal hier, das federt hier schön mit. Butterweich. Also ich mache das mit einem Finger, also wirklich butterweich. Also für unterwegs denke ich mal ideal. Ich werde das Ding jetzt aber mal aufsetzen, um mal zu gucken. Aha. Achso, man hört das gar nicht. Unterm Headset höre ich gar nicht. Wie viel ich vorangehe, haben wir hier eigentlich eine Beschriftung? Nee, haben wir nicht. Ich gehe jetzt hier einfach mal so davon aus, so habe ich es in etwa gleich. Rechts, links. Es hat einen sehr schönen, angenehmen Tragekomfort, muss ich sagen. Sehr weich, also es drückt nicht zu sehr auf die Ohren, wo man sagt, drückt das. Nee, das ist sehr weich drauf. Ich höre auch noch meine eigene Stimme. Ein bisschen was weniger als abgedumpft natürlich, weil ich habe das Headset auf. Aber ich höre mich selber noch. Ich höre auch meine Umgebungsgeräusche noch. Ich habe auch nicht dieses Tragegefühl von oben, weil ich habe mit oben immer Probleme mit den meisten, die so hart sind. Hier ist es sehr weich. Ihr seht, ihr kann ja hier noch ordentlich runterdrücken. Guckt mal. So, so ist es normal drauf und wenn ich die Polsterung jetzt komplett nach unten drücke, da kommt jetzt nochmal ein ordentliches Stück nach unten. Also ich habe überhaupt keine Probleme beim Tragen. Es ist butterweich auf dem, also es fühlt sich sehr weich, sehr butterweich auf dem Kopf an. Also ich merke es nur an den Ohren, dass ich es trage, aber hier oben merke ich gar nichts. Also finde ich sehr beeindruckend, sehr leicht, sehr schön und auf die Ohren trägt sich sehr, sehr, sehr bequem, sehr, sehr angenehm, sehr schön weich, ganz zart, also nicht so wie jetzt bei anderen, wo man dann so das Gefühl hat, oh, das drückt oder auf die Ohrringe drückt oder so, weil ich habe ja nun mal ein paar mehr Ohrringe links und rechts und da hat man dann immer schon Probleme, wenn die Ohrmuschel nicht groß genug ist und das Headset oben drauf sitzt, dass es dann halt auf die Ohrringe drückt, aufs Ohr drückt oder auch hier, ihr seht, ich bin ja auch Brillenträger, kann ich nochmal aufsetzen, selbst mit der Brille macht es mir nichts aus. Ich kann die Brille jetzt hier so ja auf- und absetzen, ohne irgendwelche Probleme. Es ist wirklich butterweich drauf. So, seht ihr? Ganz normal die Brille auf, als wenn ich sie so aufsetzen würde. So, ein Stück nach unten noch. So, also finde ich sehr schön und vom Verarbeitungsstatus ist es echt genial. Finde ich sehr schick. Ich werde mal jetzt hier noch diesen anderen Laschen abmachen. Finde ich sehr nice. Finde ich wirklich sehr nice. Was mir natürlich jetzt hier noch gefallen würde, muss ich gestehen. Also ich bin ja absoluter Schwarzliebhaber und in dieser Zusammensetzung Schwarz mit Silber, brachial geil. Aber wenn ich es natürlich an meinem Handy anschließe, das ist ein Weißes, und ich weiß, wie einige darauf reagieren, da würde ich das vielleicht so ja cool finden, wenn sie das nochmal in den Weiß rausbringen würden und dann halt den Schriftzug Boomer oder Ultron in Schwarz.
Und diese Applikation, was jetzt an der Seite silber ist, da vielleicht sogar silber lassen oder die vielleicht in schwarz, ich weiß nicht. Die würde ich vielleicht dann in silber lassen und das andere schön weiß, so wie beim Samsung, seht ihr ja auch hier, es war weiß und schwarz und silber bei mir durch mein Case. Ja, würde vielleicht auch noch geil aussehen, aber also schwarz ist schon mal auf jeden Fall mein Favorite, also total genial. So, ich möchte hier mit dem Hardware-Video aber jetzt echt gerne abbrechen. Ich möchte das nämlich jetzt unbedingt anschließen und Musik hören und dieses Headset unbedingt gerne mal testen. Dann würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Ahoi, sagt euer Odin.